Er ist der meistfotografierte Mann des 20. Jahrhunderts. Sie, seine ständigen Begleiter, Hitlers Fotografen. Die Fotografen im Umfeld von Hitler wussten genau, was sie taten. Sie sind Zeugen, Überzeugte und enge Vertraute. Hier sollte ein Image kreiert werden. Ein Image, das Hitler selber jederzeit kontrollieren konnte. Die Fotografen des Diktators. Jetzt in ZDF History mit Guido Knopp. Willkommen, liebe Zuschauer. Man muss sich immer wieder fragen, wie um Himmels Willen der Migrant aus Österreich eine solche Popularität erreichen konnte. Einen wirklich nennenswerten Anteil daran hatte diese Handvoll ausgewählter Fotografen, welche ihren Chef Tag ein, Tag aus begleiteten. Von ihnen ließ sich Hitler inszenieren wie ein Volkstribun. Da gab es sogenannte Raumbilder mit Hitler in 3D. Da gab es mannigfache Bildbände mit Einblicken in das Privatleben. Und Hitlers Freundin Eva Braun, die liefert auf Bestellung ihres alten Vorgesetzten Heinrich Hoffmann lauschige Schnappschüsse ihres Idols. Hoffmann selber brachte es als Hitlers Leibfotograf zum Millionär. Und ein gewisser Walter Frenz, ein Kameramann der Wochenschau, war über Jahre Teil der Hitler-Entourage. In seinem Nachlass fanden wir tatsächlich tausende von Farbfotos in Sachen Hitler, Eva Braun und Co. Sie zeigen, pass pro toto, dass wohl keiner dem Diktator näher kam als seine Fotografen. Auch wenn die nach 1945 allesamt beteuerten, sie seien nur unpolitische Chronisten gewesen. Dass das eine Legende war, das zeigt uns jetzt Johanna Kack. 6. Juni 1944, D-Day, die Landung der Alliierten in der Normandie. Ihre Überlegenheit ist erdrückend. Die Wehrmacht steht an allen Fronten kurz vor dem Zusammenbruch. Nach nur wenigen Tagen ist klar, Hitlers Krieg ist verloren. Bei der Jagd auf den Diktator rechnen die Alliierten mit allem. Auch damit, dass er sein Äußeres verändern und in den Kriegswirren untertauchen könnte. Im Auftrag des US-Geheimdienstes fertigt ein Maskenbildner aus Hollywood Suchbilder. Sie zeigen Hitler als Unternehmer, Professor und Agenten. Wie weit aber wäre der wohl bekannteste Deutsche so gekommen? 1945 ist Hitlers Konterfei noch immer allgegenwärtig und millionenfach gedruckt. Das Erbe eines Diktators, der sich inszenieren ließ wie ein Popstar. Selbst seine Geliebte, Eva Braun, filmt und fotografiert unentwegt. Auch gegen Cash. Alle fühlen sich dem sogenannten Führerkult verpflichtet. Es galt, Hitler persönlich unangreifbar zu machen, um ihn zum Messias, zu einer gottähnlichen Figur zu stilisieren. Anfang der 20er Jahre schwingt sich Hitler als Wortführer der bayerischen Rechtsextremen auf. Mit Hetzparolen gegen Juden und Linke macht er sich einen Namen. Er profitiert von der Krise der Wirtschaft und der Lähmung der jungen Weimarer Demokratie. Doch der charismatische Redner ist kamerascheu. Abseits der Bühne meidet er die Meute der Pressefotografen. Es gibt verschiedene Deutungen, weshalb sich Hitler vor 1923 nicht hat fotografieren lassen. Die einen sagen, dass Hitler seine eigene Person mystifizierte. Die anderen sagen, er hatte Angst vor politisch motivierten Anschlägen und wollte deshalb unerkannt bleiben. Die Fotografen lauern auf ein erstes Bild. Unter ihnen auch Heinrich Hoffmann, ein Pressefotograf und verhinderter Kunstmaler, ähnlich wie sein späterer bester Kunde.
Im Ersten Weltkrieg hatte er sich mit dem Verkauf von Fotopostkarten mit Frontmotiven über Wasser gehalten. Die Kriegsniederlage und den Sturz der Monarchie im November 1918 erlebt Hoffmann in München. Ein Schock für den nationalgesinnten Fotografen. Ihn verband mit Hitler das gemeinsame, das Erleben des Ersten Weltkrieges, eine nationalistische, antisemitistische Haltung, später dann die gemeinsame Parteizugehörigkeit. Heinrich Hoffmann tritt 1920, ein halbes Jahr nach Hitler, der NSDAP bei. Im September 1923 beauftragt Hitler seinen Parteifreund mit ersten Porträtbildern. Schon bald steigt Hoffmann zum Haus- und Hoffotografen der NSDAP auf. In der Münchner Schellingstraße arbeiten Parteileitung und Fotograf von nun an Wand. Abstimmung auf kürzestem Wege. Damals war wichtig, ein Bild vom Politiker und vom politischen Aktivisten zu entwerfen, das aktivistisch war, das aber auch antibürgerlich war. Aber nicht so antibürgerlich, dass es kommunistisch gewesen wäre. Also auf der einen Seite sozusagen den Volkstribunen und den Condottiere dazu geben und auf der anderen Seite aber auch jetzt bitteschön nicht zu landsknechtshaft und nicht zu martialisch und nicht zu wild aufzutreten, dass man die ganzen Großbürger, die ja zu Hitlers Unterstützern von früh an gehört haben, dass man die verprellt. Auf der Bühne ist Hitler Perfektionist. Seine Auftritte als Redner sind bis ins kleinste Detail geplant. Vom Zeitpunkt seiner Ankunft bis zur Auswahl seiner Kleidung. Stundenlang probt er Gesten und Mimik vorm Spiegel und vor Hoffmanns Kamera. Die Fotografen hatten es mit Hitler an sich nicht ganz einfach, weil es ein ganz enorm langweiliges Gesicht ist. Und das wird im Rückblick nicht so wahrgenommen, eben wegen dieser unerhörten Laufbahn, die der Mann hatte. Insofern musste man dem Gesicht mit Beleuchtung eine Intensität und eine Profilierung und eine Kantigkeit und so weiter verpassen, die er eigentlich nicht hatte. Bis Kriegsausbruch 1939 absolviert Hitler über 20 Porträtsitzungen. Hoffmann allein hat das Recht, die Fotos zu vermarkten, exklusiv über seine Agentur. Er beliefert praktisch jede Redaktion im Reich. Bis zum Zweiten Weltkrieg werden es 160 sein. Täglich. Das war eine Partei, die von Beginn an nach dem Führerprinzip organisiert war. Es wurde von Hitler strikt durchgehalten. Hitler ist immer ein hochgradig misstrauischer Machtpolitiker, auch nach innen in dieser sogenannten Bewegung gewesen und hat deswegen ein Interesse an diesem Führerkult gehabt und eben auch daran, diese Bewegung auf sich persönlich zu verpflichten. Auch finanziell lohnt sich der Führerkult. Denn für jedes abgedruckte Foto fließt Geld, anteilig auch an Hitler. Als alleiniger Bildlieferant für die parteieigene Illustrierte, den Illustrierten Beobachter, bringt Hoffmann es bis zum Millionär. Treue und Loyalität war entscheidend dafür, dass Hoffmann zum Leibfotografen Hitlers wurde, ein Monopol auf dessen Bilder erhielt. Hitler konnte sich in der Gegenwart Hoffmanns sicher sein, privat, aber auch beruflich sicher sein, dass genau die Bilder von ihm veröffentlicht wurden, die er auch veröffentlicht haben wollte. Hoffmann war eine ganz zentrale Figur dafür, dass Hitler der Aufstieg als Führer Deutschlands gelang. Das Bild bringt in viel kürzerer Zeit, fast möchte ich sagen, auf einen Schlag, dem Menschen eine Aufklärung, die er aus Geschriebenem erst durch langwieriges Lesen empfängt. Bilder sagen mehr als Worte. Eine Weisheit, die Hitler zu nutzen weiß. Innerhalb von 4 Jahren kann die NSDAP ihr Wahlergebnis vervierzehnfachen. Die Bewegung ist eingeschworen auf den Führer, der sich als einfacher Mann inszeniert, volksnah und bescheiden. 1932 kandidiert Hitler für das Amt des Reichspräsidenten.
Inszeniert als Heilsbringer lässt er sich mit dem Flugzeug zu seinen Auftritten einfliegen. Immer an seiner Seite Heinrich Hoffmann. Heinrich Hoffmann nutzte die Möglichkeiten des modernen Bildjournalismus. Erst kurz zuvor, 1925, wird die Kleinbildkamera entwickelt, sodass es möglich ist, mobil zu sein mit einer Kamera, jemanden auf Wahlkampfveranstaltungen, in der Öffentlichkeit auch zu verfolgen, zu fotografieren. Das war vorher nicht möglich. Auch Attacken des Gegners weiß der Hoffotograf wirkungsvoll zu entkräften. Auf den Vorwurf, Hitler fehle es an Patriotismus, zaubert er ein Foto hervor, das Hitler im August 1914 inmitten der kriegsbegeisterten Menge auf dem Odeonsplatz in München zeigt. Dass Hitler schon damals vor deutschnationaler Gesinnung glühte, steht außer Frage. Dennoch zweifeln Historiker bis heute an der Echtheit dieses Fotos. Im Vergleich zum Bewegtbild der Szene steht Hitler auf Hoffmanns Wahlkampffoto an deutlich prominenterer Stelle. Auf Bildern anderer Fotografen ist er erst gar nicht zu finden. Fest steht, dass Hoffmann damals tatsächlich fotografierte. Ob auch den jungen Hitler, muss offen bleiben. Der einzige Beweis, das Negativ, gilt heute wie damals als verschollen. Abseits der Wahlkampfpropaganda verlegt Hoffmann zahlreiche Bildbände vom Führer fürs heimische Bücherregal. Mit Titeln wie Hitler, wie ihn keiner kennt, erreichen sie Spitzenauflagen von mehreren hunderttausend Exemplaren. Hitler in Lederhose, Hitler beim Frühstück, Hitler beim Spazierengehen. Das alles hat so den Charakter, das große Genie aus der Menge des Volkes. Das ist die Intention dieser Fotobildbände, also der voyeuristische Einblick und gleichzeitig die Vermittlung seiner vermeintlichen geniehaften Züge vor dem Hintergrund der Herkunft aus dem Volk. Hoffmannsche Legendenbildung, an der nur wenige schon damals zweifeln. Ihre Stimmen werden nach der Machtübernahme, bis auf wenige Ausnahmen, verstummen. Worin lag das Geheimnis seiner Wirkung, seiner Faszination? Ein bösartiger Spießer mit hysterisch getrübtem Blick, in der bleich gedunsenen Visage, nichts, was auf Größe oder auch nur Begabung schließen ließe. Sie ist begeistert vom neuen Politstar. Mit 17 beginnt Eva Braun eine Lehre im Fotogeschäft von Heinrich Hoffmann. Hier trifft sie zum ersten Mal auf Adolf Hitler. Der macht charmante Avancen. Anfang 1932 wird Eva seine Geliebte, sehr zum Wohlgefallen ihres Chefs. Die Freundschaft Eva Braun zu Adolf Hitler war für Heinrich Hoffmann ein Glücksfall. Durch sie festigte er im Grunde die persönliche Bindung an Hitler. Denn Hoffmann war ja derjenige, der nicht nur von dieser privaten Sphäre, die ja nach außen verheimlicht werden musste, wusste und dieses Geheimnis hütete, sondern er bereitete quasi durch sein Haus, durch seine Familie, in der Hitler und Eva Braun verkehrten, einen Schutzraum für das Privatleben Hitlers. Und andererseits sicherte er sich durch Eva Braun einen direkten Zugang zu Hitler. Die Öffentlichkeit darf von Eva nichts erfahren. Er habe gar keine Zeit für eine Frau, seine Braut sei Deutschland. So stilisiert er sich selbst. Viele Frauen schwärmen für den Agitator mit dem Oberlippenbart. Schon damals bekommt er nach jedem Auftritt jede Menge Liebesbriefe.
Das Thema Hitler und die Frauen führt zu einer peinlichen Überlegung, ob Frauen die Macht lieben. Und das scheint bei Hitler der Fall gewesen zu sein, weil er in keiner Weise einem männlichen Idol seiner Zeit entsprach. Wie gesagt, er sah ja auch gar nicht arisch aus. Er hatte ein eher teigiges Gesicht und hatte eine stumpfe Nase und ein kleines Mündchen und eine fliehende Stirn. Nichts davon, würde man auf Anhieb denken, ist sehr attraktiv. Die Frauen liebten den Machtmenschen. Hitler lässt sich gern bewundern. Die, die nicht seinem Charme erliegen, werden zum Schweigen gebracht. So wie die amerikanische Journalistin Dorothy Thompson. 1934 muss sie Deutschland verlassen. Über ihre Begegnung mit Hitler schreibt sie: Ich war überzeugt, dem zukünftigen Diktator Deutschlands zu begegnen. Nach etwas weniger als 50 Sekunden war ich absolut sicher, dass dies nicht der Fall sein konnte. Genau diese Zeit brauchte es, um die erschreckende Bedeutungslosigkeit des Mannes zu erkennen. Januar 1933. Machtübernahme. Hitler triumphiert. Die NS-Propaganda feiert ihn als Retter Deutschlands. Die absolute Mehrheit hat er nicht. Er wurde vom Reichspräsidenten ernannt. Doch Hitlers Partei ist die stärkste politische Kraft mit dem größten Zulauf. 1933 können Sie zum Beispiel sehen, dass nach der Ernennung zum Reichskanzler Hoffmann Bilder von Hitler in der Reichskanzlei in Berlin erstmals in den Diensträumen anfertigt. Das ist auf einmal dann nicht mehr der Parteiführer in irgendwie etwas antibürgerlicher Windjacke oder geschweige denn in dieser bajuwarischen Montur mit Lederhose oder auch in der SA-Uniform, sondern das ist auf einmal der Mann im Frack, das ist der Mann im großbürgerlichen Habitus. Während sich Hitler vorerst weiter staatsmännisch gibt, schafft Propagandaminister Goebbels die Pressefreiheit ab. Aus Fotografen werden sogenannte Bildberichterstatter. Grundvoraussetzung ist Linientreue und arische Abstammung. Auf den Straßen zieht das Fußvolk der Partei in SA-Uniform gegen politische Gegner zu Felde, die verhaftet, verprügelt, gefoltert werden. Bedroht ist, wer dem sogenannten Volksgeist nicht entspricht. Beim April-Boykott gegen jüdische Geschäfte 1933 wird die Kamera gezielt gegen vermeintliche Boykottbrecher eingesetzt. Die Kamera stand also sozusagen als Einschüchterungsinstrument neben der Tür. Diese Fotos wurden teilweise in lokalen oder regionalen NS-Zeitungen dann abgedruckt und Menschen so sozusagen qua Kamera oder qua Kamerabenutzung an den Pranger gestellt. In Dachau werden die Kritiker des neuen Regimes in sogenannte Schutzhaft genommen. Es wird zum Muster des Terrorstaates, zum Vorbild zahlloser Konzentrationslager. Um Gerüchten vorzubeugen, wird die Propaganda bemüht. 1933 erscheint die erste zynische Home Story aus dem KZ Dachau. Eine Fotoserie, die 5 Jahre später entsteht, wird nicht mehr veröffentlicht. Über die wahren Zustände im Lager kann längst nicht mehr hinweggetäuscht werden. Heinrich Hoffmann hat es mittlerweile zu einem angesehenen Bildimperium gebracht. Seit 1932 verfügt das Unternehmen über eine Dependance im Berliner Zeitungsviertel. Hoffmann selbst nennt sich Reichsbildberichterstatter, ein Amt, das es offiziell gar nicht gibt. Das Verhältnis zu Hitler ist enger denn je. Berlin im Sommer 1936. Die Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele laufen auf Hochtouren. Viele fiebern dem Großereignis entgegen, unter ihnen auch Heinrich Hoffmann. Sein Plan, ein 3D-Bilderalbum des Spektakels.
Es gab in Deutschland nur noch ganz wenige, die sich mit der Stereofotografie beschäftigt haben. Einer ist ein gewisser Schönstein, er hat einen kleinen Verlag und im Jahr 1936 trifft er mit Heinrich Hoffmann zusammen. Der ist begeistert, weil er in dieser Stereofotografie eine weitere Möglichkeit sieht zur Inszenierung von Hitler und zur Inszenierung der Bewegung. Insgesamt finden sich im Hoffmann-Archiv etwa 7000 Raumbildaufnahmen, die mit einer sogenannten Stereokamera aufgenommen wurden. Im Gegensatz zur normalen Kamera hat die Stereokamera zwei Objektive. Der Abstand der Objektive zueinander entspricht dem menschlicher Augen. Sieht das linke Auge nur das linke Bild, das rechte Auge nur das rechte, entsteht für den Betrachter ein räumlicher oder dreidimensionaler Effekt. Auch filmisch soll das Großereignis zelebriert werden. Hitler will die, wie er sagt, größte Olympiade aller Zeiten. Deutschlands bekannteste Regisseurin Leni Riefenstahl liefert die passenden Bilder. Nie wieder wurden Olympische Spiele so gefilmt. Riefenstahls Olympia-Zweiteiler gilt bis heute als Meilenstein der Sportberichterstattung. Einer ihrer 45 Kameramänner ist Walter Frenz. Ein passionierter Kajakfahrer und Sportfilmer. Riefenstahl setzt auf sein Know-how im Umgang mit der Handkamera. Bereits vor Olympia dreht er mit ihr an den Parteitagsfilmen der NSDAP, Sieg des Glaubens und Triumph des Willens. Hitler gefällt die Arbeit des jungen Kameramanns. Im März 1938 darf Frenz den deutschen Einmarsch in Österreich filmen. Es ist seine Eintrittskarte in den inneren Kreis der Macht, der sich mittlerweile fernab vom hektischen Berlin auf dem Obersalzberg in Berchtesgaden trifft. Wer hier eingeladen ist, hat es geschafft. Im Umfeld Hitlers wurde eigentlich ständig fotografiert. Viele Gäste auf dem Berghof machten Fotos für die eigenen Alben. Das waren Bilder, die herumgezeigt wurden, auf die man stolz war, wenn man dort eingeladen war auf dem Berghof. Sozusagen im Zentrum der Macht, als Teil der Reichen und Schönen des Dritten Reiches. Nur war es den Gästen, den normalen Gästen, nicht erlaubt, Hitler zu fotografieren. Dieses Privileg hatten allein Heinrich Hoffmann und Eva Braun. Eva Braun lebt seit 1935 auf dem Berghof. Die passionierte Hobbyfilmerin dreht insgesamt fast 4 Stunden Film, das meiste in Farbe. Bunte Filmschau nennt sie die Sammlung. Nebenbei fotografieren sie und ihre jüngere Schwester Gretel scheinbar pausenlos. Bisher ist ja immer angenommen worden, dass die Bilder, die Eva Braun von Hitler und seinem Kreis auf dem Berghof gemacht hat, rein privater Natur waren. Dass sie diese Bilder machte aus Langeweile, weil sie einsam war, um sich dann während der Abwesenheit Hitlers daran zu delektieren. Heute wissen wir, dass das nicht stimmt. Eva Braun verdiente mit diesen Bildern, die sie machte. Auch sie strickte mit am Führerbild, war Teil der Propagandamaschinerie um Hitler herum. Der lässt sich gern mit Kindern filmen, wie alle Diktatoren. Und die Kinderschar auf dem Berghof gibt Eva Braun reichlich Gelegenheit, ihn in Szene zu setzen.
Sie hat ein Gespür für Bilder, die bei den Volksgenossen ankommen. Also sobald Hoffmann einmal nicht anwesend war, nicht präsent war, konnte er durch Eva Braun sicherstellen, dass er immer mit exklusivem Bildmaterial versorgt werden würde. Welche Bilder tatsächlich von Eva Braun stammen, lässt sich heute nicht mehr sagen. Sicher gilt, dass viele von ihnen den Weg in Hoffmanns Bildbände gefunden haben. Dafür verbucht Hitlers Geliebte mehrfach finanzielle Zuwendungen von ihrem Chef. Für eine Fotoserie zahlt er ihr 20.000 Reichsmark, das Zehnfache eines durchschnittlichen Jahresgehalts. Heinrich Hoffmann hat nach Kriegsende zugegeben, Eva Braun für ihre Aufnahmen bezahlt zu haben. Gelegentlich. Gleichzeitig sagte er, sie selber habe ihm ihre Aufnahmen angeboten. Er selber hatte damit aber nach eigener Aussage gar nichts zu tun. Die Höhe der geflossenen Beträge sprechen allerdings dafür, dass Hoffmann, der gewiefte Geschäftsmann, natürlich genau wusste, dass Eva Braun dafür bezahlt wurde und dass er es letztlich war, der sie dafür bezahlt hat. Die privaten Fotoalben von Eva Braun. Neben den Motiven zu offiziellen Anlässen wie Hitlers Geburtstagsfeier finden sich viele private Momente. Schnappschüsse aus Kindheit und Jugend, Familienbilder, Urlaubserinnerungen. Das sind meines Erachtens die Fotos in diesem Album eben auch Dokumente darüber, dass sich dort eine Frau ihren eigenen sozialen Aufstieg dokumentiert. Das ist die Selbstvergewisserung, ich habe es auf den Berghof geschafft. In einem der Alben finden sich Momentaufnahmen einer Filmsequenz vom 23. August 1939. Sie zeigen einen sichtlich angespannten Hitler, der gerade erfahren hat, dass seine Angriffspläne auf Polen von der britischen Regierung durchkreuzt wurden. Die denkbar schlechteste Nachricht für Hitler, der nun mit einem Zwei-Fronten-Krieg rechnen muss. Eine militärische Katastrophe, wie er in diesem Moment zu ahnen scheint. Sie fängt die gespannte Stimmung, das Warten auf das Ergebnis aus Moskau ein. Das zeigt allerdings, dass sie nicht einfach unbeteiligt war, sondern dass alle um Hitler herum natürlich gespannt auf das Ergebnis warteten und alle immer natürlich interessiert an all dem waren, was um Hitler herum vor sich ging, auch politisch. Schließlich ging es um Krieg. Am 1. September 1939 überfällt die deutsche Wehrmacht Polen. Kurz darauf beginnt auch für Walter Frenz die Arbeit in unmittelbarer Nähe Hitlers. Der Luftwaffenleutnant hat es inzwischen zum Chefkameramann der NS-Wochenschau gebracht. Hitlers Triumphfahrt durch Paris im Juni 1940. Frenz begleitet ihn. Schon im Herbst 1939 dreht er die passenden Bilder von der Siegesparade in Warschau für die NS-Propaganda. Nebenbei schießt er zahlreiche Fotos, überwiegend in Farbe und rein privat. Frenz glüht vor Bewunderung für Hitler. Ende 1940 ist er das erste Mal zu Gast auf dem Berghof. Noch Jahrzehnte später ist er ihm ergeben. Er war einer der wenigen Politiker, die auch Gefühl hatten und nicht nur mit dem Verstand arbeiteten. Und er konnte sich in gewisse Situationen mit Gefühl besser einfühlen als manche Politiker, die das nur mit dem Verstand wollen. Hitler von seiner menschlichen Seite zeigen, das ist der Anspruch des Fotografen Walter Frenz. Tatsächlich ist er der Einzige, dem solche Aufnahmen gelingen. Hitler hat Vertrauen zu ihm. Er weiß, diese Bilder werden nie veröffentlicht. Für einen Fotografen wie Frenz war es natürlich eine Auszeichnung,
in die unmittelbare Nähe Hitlers gelangen zu dürfen. Er etablierte sich aber insoweit, dass er private Fotografien anfertigte und dann auch private Aufträge bekam. Von Hitler selber, von Albert Speer, von Martin Bormann, von Heinrich Himmler. Und diese Fotografien dann verkaufte, das war sozusagen ein Nebengeschäft. Es ist bekannt, dass Martin Bormann ihm diese Dienste auch entlohnte, dass Gelder geflossen sind von Hitlers Sekretär Martin Bormann an Walter Frenz. In der Wolfsschanze, einem der sogenannten Führerhauptquartiere, richtet sich Frenz ein eigenes Studio ein. Dort fotografiert er im Auftrag Hitlers die Größen des Dritten Reiches. Politiker, Militärs, Parteifunktionäre, aber auch die Sekretärinnen. Am Ende steht eine Serie von 3000 Bildern, eine Heldengalerie des Dritten Reiches. Am 22. Juni 1941 überfällt die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion. Im Osten will Hitler einen ganz anderen Krieg führen als im Westen. Einen Vernichtungskrieg gegen Juden und Kommunisten. Hinter der Front beginnen Einheiten der SS sofort mit der Jagd auf Menschen. Wer als Gegner der deutschen Herrschaft gilt, soll eliminiert werden. Die Opfer sind vor allem Juden. Erst sind es nur die Männer, die im Sommer 41 erschossen werden, bald auch Frauen und Kinder. Um die Arbeit seiner Truppen zu kontrollieren, begibt sich SS-Chef Himmler Mitte August auf eine dreitägige Inspektionsreise nach Minsk in die Sowjetunion. Mit dabei Franz Geig, ein Mitarbeiter Hoffmanns und der Kameramann des Führers Walter Frenz. Ich habe Folgendes erlebt mit Himmler. Er kam natürlich gelegentlich auch ins Hauptquartier. Und ich habe seinen Adjutanten mal gefragt, wo fliegt er denn hin von hier aus? Nach Minsk. Sag ich, kann ich da nicht mal mitfliegen? Ich möchte auch mal was erleben von Russland. Sag ich, ich werde den Reichsführer fragen. Kam wieder, ja, du kannst mitfliegen. Dass Frenz den SS-Chef aus reiner Abenteuerlust begleitet, ist unwahrscheinlich. Das Programm steht bereits vor Antritt der Reise fest. Peinlich genau notiert in Himmlers Dienstkalender. Vormittags beiwohnen bei einer Exekution von Partisanen und Juden. Besichtigung eines Gefangenendurchgangslagers. Mittagessen Leninhaus. Fahrt durch das Ghetto von Minsk. Besichtigung einer Irrenanstalt. Im Nachlass von Walter Frenz finden sich 130 Schwarz-Weiß-Negative und Farbaufnahmen der Minsk-Reise. Darunter Motive aus der Irrenanstalt in Nowinki, aber weder Szenen einer Erschießung noch Himmlers Besuch des Gefangenenlagers. Der mörderische Kontext der Reise lässt sich bestenfalls erahnen. Dann ist es natürlich so, dass man auch bei der fotografischen Überlieferung sieht, dass die Lücken auch in der Negativüberlieferung immer genau dort liegen, wo der Besuchsablauf in die Nähe antijüdischer Verbrechen führt. Also es fehlen zum Beispiel die Sequenzen, die die Durchfahrung des jüdischen Ghettos in Minsk zeigen. Das ist mit einem Sprengsel noch drin geblieben, den Frenz möglicherweise, als er das, ich vermute, wirklich säubernd bearbeitet hat, übersehen hat. Neben den Frenz-Fotos existiert eine etwa zweieinhalbminütige Filmsequenz der Reise. Sie zeigt Himmler bei der Besichtigung des Lagers. Doch wer hat das Material gedreht? Stammen die Aufnahmen von Frenz? Während dieses Lagerbesuchs hat Frenz mit höchster Wahrscheinlichkeit gefilmt. In Fotos, die Franz Geig, einer der Hoffmann-Fotografen, Führer Hauptquartier, während dieses Lagerbesuchs angefertigt hat, sieht man teilweise Frenz' Kamera, ohne Frenz auf diesen Fotos selbst zu sehen. Man sieht nur, dass die Kamera von einem offensichtlich sehr großen Kameramann geführt wird. Und Frenz war sehr groß. Experten vermuten, dass der Film aus Minsk
ursprünglich auch Szenen der Erschießung enthielt, der mindestens 80 Männer und Frauen, überwiegend Juden, zum Opfer fielen. Filmte Frenz in Hitlers Auftrag? Sollte er Bildmaterial von den Mordaktionen der Einsatzgruppen liefern? Ein Funkbefehl aus dem Reichssicherheitshauptamt vom 1. August 1941 deutet darauf hin. Dem Führer sollen von hier aus laufend Berichte über die Arbeit der Einsatzgruppen im Osten vorgelegt werden. Zu diesem Zweck wird besonders interessantes Anschauungsmaterial wie Lichtbilder, Plakate, Flugblätter und andere Dokumente benötigt. Ob Hitler, der sich ansonsten bewusst von der Schmutzarbeit seiner Truppen fernhielt, tatsächlich solche Bilder erhalten hat, ist möglich, aber umstritten. Frenz selbst macht zu seiner Reise nach Minsk und seinen Filmaufnahmen widersprüchliche Angaben. Er hat sich auch einmal herbeigelassen zu sagen, dass er gefilmt habe. Es gibt auch aus einem Gerichtsverfahren nach 1945 eine Zeugenaussage, dass bei der Erschießung gefilmt worden ist. Und nach aller Plausibilität, um es kurz zu formulieren, kann es auch niemand anders als Frenz gefilmt haben. Seine Bewunderung für Hitler scheinen die Erlebnisse in Minsk zeitlebens nicht zu schmälern. Nur wenige Tage nach der Erschießung an seinem 34. Geburtstag notiert Frenz ergriffen und stolz in sein Tagebuch: beim Mittag- und Abendessen Ehrenplatz rechts vom Führer. Das zeigt, dass das so ein, ja, natürlich Hitler auch für viele dieser deutlich jüngeren Vertreter verschiedenster Funktionen im Führerhauptquartier natürlich auch so eine Art ins fast göttliche überhöhte Vaterfigur gewesen ist, der man bedingungslos gefolgt ist. Kriegsjahr 1943. Deutschlands Städte versinken im Bombenhagel der Alliierten. Die Zeit der Siegesparaden und Großkundgebungen Hitlers ist längst vorbei. Trotz allem kann die Firma Hoffmann ihren Jahresumsatz weiter steigern. 1943 sind es 15 Millionen. 300 Mitarbeiter sind dauerhaft beschäftigt. Hitler zieht sich zurück. Sein Bild erscheint nur noch wie eine Ikone im Hintergrund. Ja, und in dieser Situation legt Heinrich Hoffmann seine alten Bildbände wieder auf. Die Bildbände aus der Hochzeit der NSDAP nach 1933 werden wieder aufgelegt. Hitler in seinen Bergen, das Antlitz des Führers und so weiter. In Wirklichkeit gibt es kaum noch Kontakt zu den Volksgenossen. Hitler verschanzt sich mit seinen Generälen im Führerhauptquartier. Die Aussicht auf militärische Erfolge ist gering. Hitlers letzte Hoffnungen ruhen auf einer Rakete, der V2, von Goebbels als Vergeltungswaffe gepriesen. Im Mai 1944 schickt Hitler seinen Kameramann Frenz los, den Fortschritt der Raketenproduktion zu dokumentieren. Also er misstraute etwas den Meldungen, die von dort bei ihm offiziell eingingen, ob das alles stimmt, ob das alles fertig ist und so. Und da war ich für ihn so eine Art Kontrolle. Er hat mich da gerne auf Tour geschickt. Frenz filmt und fotografiert die KZ-Häftlinge, die vermeintliche Wunderwaffe im thüringischen Harz produzieren. Schuften in unterirdischen Fabriken unter erbärmlichsten Bedingungen. Der Film ist verschollen. Überliefert sind zahlreiche Fotos aus den technischen Werkstätten. Doch die erhoffte Kriegswende für Hitlers Reich kann auch die V2 nicht bringen. Am 19. März 1945 filmt Frenz Hitler ein letztes Mal für die Wochenschau. Die Symptome seiner Parkinson-Erkrankung lassen sich kaum noch verbergen. Obgleich erst Mitte 50 ist Hitler körperlich und psychisch
ein ausgebranntes Wrack. Da holt ihn offenbar sein eigener Apparat noch mal auf die Bühne. Man hat nicht den Eindruck, als habe der Mann selbst noch mal auf die Bühne gewollt. Er hat ja bis dahin geradezu vermieden, in so eine Situation noch mal zu kommen. Und da sieht man eben auch die Grenzen der propagandistischen Inszenierungsfähigkeit. Bis fast zum Schluss verharrt Frenz an Hitlers Seite. Von ihm stammt das letzte Foto, aufgenommen im Keller der Reichskanzlei. Erst am 24. April verlässt Walter Frenz den Führerbunker auf Befehl der Luftwaffe mit einer Maschine in Richtung München. Glaubt man den Erinnerungen Leni Riefenstahls, wäre er lieber in Berlin geblieben. Gottlob, sagte ich, dann bist du gerettet. Was sagst du da, antwortete er. Der Führer hat uns belogen. Er hat gesagt, dass er mit der nächsten Maschine nachkommt. Und nun hören wir im Rundfunk, dass er in Berlin bleibt. Wolltest du mit Hitler sterben? Ja, rief er. Wir wollten alle mit Hitler sterben. Keiner wollte den Führer verlassen. Am 30. April 1945 entzieht sich Hitler durch Selbstmord der Verantwortung für den Krieg und für beispiellose Verbrechen. Auch Eva Braun nimmt sich im Führerbunker das Leben. Walter Frenz muss die Negative von Eva Braun und von den Rüstungsprojekten an die SS aushändigen. Dann darf er gehen. Für kurze Zeit gerät er in amerikanische Gefangenschaft. Nach dem Krieg schlägt er sich mit Lichtbildvorträgen durch. 1952 filmt er bereits wieder die Olympischen Spiele in Helsinki. Heinrich Hoffmann muss sich vor dem Nürnberger Gericht verantworten. Sein Vermögen wird konfisziert. Nach 4 Jahren Haft schreibt er seine Memoiren. Hitler, wie ich ihn sah. Eine Legendensammlung, die seine ideologische Überzeugung und seine Freundschaft zu Hitler völlig ausklammern. Bis zu seinem Tod im Dezember 1957 beteuert Hoffmann, nichts als ein unpolitischer Dokumentarist gewesen zu sein. Eine Verteidigungsstrategie, die auch Walter Frenz übernimmt. Welchen Anteil aber hatten die Fotografen tatsächlich an Hitlers verbrecherischem Regime? Alle sind sozusagen Teil dieses engsten Kreises um Hitler und Teil dieses Milieus der Hauptquartiere und der Entscheidungszentralen gewesen, ohne natürlich in irgendeiner Form an Entscheidungen beteiligt gewesen zu sein. Aber natürlich gestalten Fotografen die Geschichte auch mit ihrer Kamera und natürlich generieren Fotografen auch eine eigene Form historischer Realität mit ihren Kameras, sei es nun der Fotoapparat oder sei es die Filmkamera. Allein der fotografische Nachlass Hoffmanns umfasst etwa 2,5 Millionen Bilder. Propaganda für den sogenannten Führerkult. Fest steht, ohne diese Fotografen wäre Hitlers Karriere anders verlaufen.